Rappla und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Die Crew der Discovery konnte einige weitere Neuzugänge verbuchen. Rekha Sharma, bekannt aus Battlestar Galactica und Die 100, übernimmt als Commander Landry die Aufgaben eines Sicherheitsoffiziers auf der Discovery. Shazad Latif wird die Rolle von Lieutenant Tyler übernehmen. Bisher sollte er eigentlich den Klingonen Kol spielen, diese Rolle gehört jetzt allerdings Kenneth Mitchell. Die Klingonen bekommen aber noch mehr Zuwachs. Clara McConnell als Denas und Damon Runyan als Iuli werden Anführer des Reiches verkörpern. Star Trek Discovery soll im Herbst auf CBS All Access und Netflix erscheinen. Ubisoft hat ein Preview-Video zu Star Trek Bridge Crew veröffentlicht. In den knapp 5 Minuten sehen wir, wie 4 Spieler gemeinsam die USS Aegis steuern und dabei die Aufgaben von Captain, Steuermann, Waffenoffizier und Chefingenieur übernehmen. Bridge Crew soll aber auch im Singleplayer spielbar sein, sowohl in der Story als auch in zufallsgenerierten Missionen. Die Preview ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und durchaus sehenswert. Aber seid gewarnt, hier versucht Ubisoft euch ein Spiel zu verkaufen. Das ist kein objektiver Spielejournalismus, sondern Werbung. Aber auch die Spielepresse konnte schon einen Blick auf das VR-Spiel werfen. In einem echten Interview lobt die Games-Welt das Zusammenspiel der verschiedenen Rollen auf der Brücke. Jede Position besitzt ihre Eigenheiten und es empfiehlt sich, zunächst die Tutorial zu spielen. Danach erwartet die Spieler der legendäre Kobayashi Maru-Test. Mit Freunden, so urteilt die Games-Welt, könne das viel Spaß machen. Ob der Spielspaß auch mit fremden Leuten aus dem Internet zum Zuge komme, bleibe aber abzuwarten. Star Trek Bridge Crew erscheint am 30. Mai für PC und PlayStation 4 und kann auch plattformübergreifend gespielt werden. Eric Watts, Veranstalter der Independent Star Trek Film Awards, hat in einem 15-minütigen Video die diesjährigen Gewinner bekannt gegeben. Obwohl insgesamt 33 Fanfilme nominiert waren, machten 3 von ihnen den Wettbewerb unter sich aus. Needs of the Many wurde als bester Kurzfilm und für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet. Star Trek Horizon gewann Preise für Spezialeffekte, Musik und Drehbuch. Noch dazu wurde das Fanprojekt als bester Film geehrt. Star Trek Continues sicherte sich Auszeichnungen in gleich 6 Kategorien: Ton, Make-up, Kostüme, bester Gaststar, bester Nebendarsteller und beste Regie. Wer diese Fanfilme noch nicht gesehen hat, sollte das also unbedingt nachholen. Und damit ihr keine Ausrede mehr habt, findet ihr die Links zu den 3 Gewinnerfilmen in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem: Kanada. Nick Troller aus Winnipeg in Manitoba hatte bisher ein ganz besonderes Nummernschild. Assimilate, eingerahmt in den traditionellen Gruß We are the Borg, Resistance is futile. Seiner Versicherung missfällt das aber jetzt, nach 2 Jahren und nachdem sich 2 Leute über die fehlende kulturelle Sensibilität beschwert haben. Schließlich sei das Wort assimilieren offensive für kanadische Ureinwohner. Troller soll das Schild nun herausgeben. Aber Kanada bleibt Star Trek trotzdem wohlgesonnen. Die kanadische Post veröffentlicht eine weitere Serie von Briefmarken mit Star Trek-Motiven. Die erste Reihe wurde anlässlich des 50. Geburtstages des Franchises herausgegeben. Jetzt könnt ihr Briefe auch mit eurem Lieblingscaptain oder einem Borg-Kubus frankieren, wenn auch nur in Kanada. Was sagt ihr zu den neuen Cast-Mitgliedern von Discovery? Und was ist euer Lieblingsfanfilm?